Bei Ausgrabungen nahe der peruanischen Hauptstadt Lima haben Archäologen kürzlich einen verblüffenden Fund gemacht. Eine gut erhaltene Mumie. Das Überraschende daran, die Mumie ist mit Stricken gefesselt und hält die Hände vors Gesicht. Gefunden wurde die Mumie in Cajamarquilla, einer Ausgrabungsstätte am östlichen Stadtrand von Lima. Diese zählt zu den größten archäologischen Denkmälern des Landes. Entdeckt wurde die Mumie in einer etwa 3 Meter langen Grabkammer in einer Tiefe von 1,40 Meter. Was wie eine Bestrafung oder menschliche Opfergabe aussieht, könnte jedoch eine andere Ursache haben. Die Wissenschaftler vermuten hinter den menschlichen Überresten einen jungen Mann, der noch vor der Zeit der Inkas gelebt hat und im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gestorben ist. Die Eigenschaften der mit der Bestattung verbundenen Materialien weisen darauf hin, dass er ein Mensch war, der sich der Landwirtschaft widmete, da Überreste von Mais und anderen botanischen Produkten sowie die Opfergabe einiger Meerschweinchen gefunden wurden. Überreste von Getreide und anderen Beigaben deuten außerdem darauf hin, dass die Mumie auch nach ihrem Tod besucht wurde. Wissenschaftler vermuten daher in der Fesselung der Leiche einen Bestattungsbrauch aus der Zeit vor den Inkas. Es handelt sich um einen Überraschungsfund, da die Archäologen in der antiken Stadt nicht gezielt nach einer Mumie suchten. Es ist eine sehr große Stadt, die vermutlich zwischen 10.000 und 20.000 Menschen beherbergen konnte. Und sie hat eine Fläche von 167 Hektar. Das Gebiet ist bis heute gut erhalten. Die Besiedelung erfolgte in einem Zeitraum von 1.500 bis 1.700 Jahren. Sie wurde um 200 v. Chr. Erbaut und war vermutlich bis 1.500 nach Christus bewohnt.